werden wir das mal grundieren mit der weißen Fahrt, gell? Rundfahrbaue. Machen wir das alles, wie er weiß. Und danach lassen wir es ein bisschen trocknen. Dann können wir danach machen einen Sockel, gell? Wenn das jetzt trocken ist, dann gehen wir Sahne. Dann muss Sahne ausmalen. Machen wir wieder so eine Altrose. Und das einmal hat der Bios gemacht, machen wir ein Hellblau, weißt du? Ein leichtes Hellblau, weil es hell einmal schon gewesen ist, hat er gesagt. Ja. Gell? So, Peter, und jetzt wollen wir es wieder tummeln müssen, nicht? Dass wir das bis zum Reinweihen fertig kriegen, nicht? Passt es? Ja, in Ordnung? No. Okay, passt, ja. Gut, passt. Ja, wir sind heute zusammengekommen mit der Peter Pauli Jünger Verein eigentlich, nicht? Dass man das Isidor Bittstreckl den einweichen. Wir sind heute da ist nicht ein Isidor gewesen und jetzt ist er einmal ein Isidor und jetzt wird es heute eingeweicht und er heißt von nun an Isidor Bittstreckl. So wie der Piers gesagt hat, den heiligen Isidor halt einzuweichen und da haben wir. Der ist am 29. Juni, Peter und Paulstag, ist das in Stand getreten. Und so ist das halt weitergegangen. Da haben wir das Kapelle hergerichtet und die Glöckel hinten eingetun, die Glocke. Und heute weichen wir es halt ein. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich bin der Wirt von Sonnenkopf und ich bin seit 1971 da in Altenburg, Sonnenkopf. Und ich das Bildsteckel, das was ich allen seit mir da sein. Aber ist jetzt so, wir haben da die Peter und Pauli Jünger um so etwas beschlossen, wenn das in einem Isidor-Bildsteckl sein soll, auch eine Statue zu finanzieren. Nicht? Und die Peter und Pauli Jünger da haben die Statue finanziert und den Rest eigentlich die ganze Renovierung hat der Wirt selber getragen. Der Wirt und nachher. Jetzt sind wir halt zusammengekommen, jetzt gibt es halt ein bisschen zu feiern, ein paar Kollegen und ein bisschen einen Blend machen wir, der Wurst. Und hoffentlich, dass das Bildsteckl ein bisschen die Ottenburger Schiedstolle, nicht? Der Isidor ist heute eigentlich der vierte, nicht? Aber es geben da zwei Isidoren, meine ich. Einen 15. Mai, aber heute ist in der Zeitung ist halt heute der heilige Isidor erwähnt, nicht? Und so eigentlich haben wir nicht viel mehr zu reden da, jetzt müssen wir also einen Blend einrühren oder was ist. Gibt es kein Blend? Wie vorhin gesagt, im Juni die Maschka-Kollegen angehört, haben gesagt, du, unsere Frauen sind Meier und Mendel und gehen wir einen Kater machen. Und haben gesagt, ja, passt eigentlich, wohin? Und dann habe ich gesagt, ja, gehen wir rein bei der Maria und beim Peter. Dann haben wir eben auch gemütlich, haben wir halt ein bisschen zusammengeguckt und so haben wir gut gebabbelt. Und danach ist eben noch der Pius gekommen und ist das Gespräch rausgekommen von Heiligen Isidor und dann habe ich gesagt, jetzt miteinander wollen wir mal herhaben. Und so ist noch das weitergegangen und den Rest haben wir noch viel Sinn gemacht. Ja, ja. Oh, danke schön. Jetzt sind wir alle benannt da. Jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir können auf Isidor anstoßen. Jetzt gleich noch trinken. Prost! Prost! Jetzt habe ich einen Ursackel. Muss ich mal selber nehmen. Muss ich mal das einladen. Und die Roten sind die Reben gezählt. Ja, die Weißen, die Roten. Ja, ja. Gut, wir gehen noch mal nach dem Blinkhof. So, da ist Mehl ein. Wenn ich nicht alles selber tue, Thank you.
Mit euch. Liebes Pilzsteckl-Komitee, liebe Bertram Pauli-Jünger, so ist mir gesagt worden, heißt es. Vor einiger Zeit hat mir der Pius bei einem guten Glas Wein von dem Projekt erzählt, wie es dazu gekommen ist, warum und dass es alle fest mit Begeisterung dabei geblieben seid, was ihr am Anfang ausgemacht habt. Selbst finde ich, ist ganz etwas Wertvolles. Ich habe nachgeschaut, der heilige Isidor, es gibt mehrere Isidor, gell? Da sind wir jetzt einig. Heint war der Isidor von Sevilla, ganz ein gescheites Haus, ein Kirchenvater, ein Wissenschaftler. Aber daher, nach Oldenburg, ist sicher der heilige Isidor von Madrid, der die Bauern in sein Herz geschlossen hat, der selber landwirtschaftlicher Arbeiter war, gleichzeitig aber die Nächstenliebe und die Frömmigkeit nicht außer Acht gelassen hat. Wenn wir deswegen heute da das Bildsteckel erweiterte mit der Glocke, eine Glocke, die ruft zur Besinnung, eine Glocke ruft zum Gottesdienst, eine Glocke ruft aber auch ab und zu von Gefahr. Wenn wir das heute einweihen, ein Bildsteckel, ein erweitertes, dann bitten wir vor allem um den Segen Gottes für die Fluren da, für unsere Natur in Altenburg, für die Menschen, die da arbeiten, aber auch für die da zugehören, die sich da wohlfühlen wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich von der Initiative und wünsche euch Gottes reichsten Segen dazu. Ich darf jetzt das kirchliche Segensgebet sprechen für das Kapellele und für den Isidor. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch deinen Sohn rufst du die Menschen in die Gemeinschaft. Du schenkst neues Leben, du nährst sie durch dein Wort und führst sie auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Höre auf die Bitten deiner Gemeinde, die sich hier versammelt hat, und segne diese Kapelle, segne die Statue des heiligen Isidor. Lass uns deine Nähe spüren und deine Liebe erfahren. Mach uns eines Herzens und hilf uns, hier an diesem Ort dich dankbar zu preisen und dich voll Vertrauen an dich zu wenden. Steh allen bei in jeder Not und lass sie sicher an das Ziel ihres Lebens gelangen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache unseres Landespatrons, des heiligen Josef, unseres Schutzpatrons, des heiligen Florian und des heiligen Isidor, der auf eure Fluren schauen möge, segne und beschütze euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Danke schön, Herr Korat. Bitte. Danke schön. Bitte. Bitte. Ja, das ist schon.
Ich bin so nach Hause.